Heute geht's los. Der Lahn-Wanderweg ist endlich wanderbar. Von der Quelle bis zur Mündung oder umgekehrt. Wir machen uns heute auf den Weg von Lahnstein nach Bad Ems. Nämlich in Etappen wandern wir mit der Lahn-Taunus-Touristik. Der Chef, der Josef Oster, steht jetzt neben mir. Das ist mal ein Schritt. Ein Lahn-Wanderweg von der Quelle bis zur Mündung. Ja, wir sind froh und dankbar, dass der Lahn-Wanderweg jetzt insgesamt fertiggestellt ist. In Rheinland-Pfalz ist er das ja schon seit 2 Jahren, also wir waren da einen Schritt schneller. Aber jetzt ist er fertig, nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch im hessischen Teil. Und deshalb können wir jetzt diesen Lahn-Wanderweg, diesen Premium-Wanderweg vermarkten, von der Quelle bis zur Mündung. Und heute starten wir an der Mündung in Lahnstein, in dieser wunderschönen Stadt, und gehen die erste Etappe gemeinsam bis nach Bad Ems. Aber da gibt es so einen ganz kleinen Haken an der Sache. Beim Lahn-Wanderweg ist Lahnstein natürlich nach wie vor dabei. Bei der gemeinsamen Vermarktung ist Lahnstein ausgetreten. Peter Labonte, der Oberbürgermeister von Lahnstein, bleibt es dabei und ist das so? Ja, das ist halt eine Frage, die man sich immer stellen muss bei der Vielzahl der touristischen Organisationen, denen wir als Mitglied angehören. Wo setzt du deine Schwerpunkte? Wo musst du dich dran orientieren? Und es gab bei uns eine Diskussion auch mit den Anbietern, mit den gastronomischen Anbietern. Wo seht ihr denn den Schwerpunkt? Den Schwerpunkt sieht man natürlicherweise auch am Rhein, wobei es für uns immer klar war, wir haben als die Stadt, die an der Mündung der Lahn liegt, natürlich auch eine Aufgabe, bei überregional bedeutsamen Projekten dabei zu sein. Und der Lahn-Wanderweg ist ja ein klassisches Beispiel dafür, dass die Zusammenarbeit hier gut funktioniert, dass wir uns natürlich auch finanziell mit einbringen und dass wir natürlich auch unseren Anteil daran leisten. Das ist doch selbstverständlich. Wir wären ja dumm, wenn wir diese Chance, und Josef Oster hat es ja gesagt, das ist ja jetzt ein grenzenloser Premium-Wanderweg, den wir zusätzlich haben, wenn wir da nicht dabei wären. Wenn wir uns aber so den Touristen von heute angucken, der bucht ja gerne aus einer Hand. Wenn der in Zukunft jetzt zum Beispiel in Bad Ems anrufen muss und kann da buchen von der Quelle bis nach Friedrichssegen, muss aber für die nächste Übernachtung oder das nächste Schnitzel unterwegs dann schon wieder in Lahnstein anrufen. Ist das der richtige Weg? Das wäre der falsche Weg, wenn es so wäre. Es ist ja Gott sei Dank nicht so. Wir sind ja einem größeren Verbund, auch was das Reservierungssystem angeht, sind wir ja beteiligt. Und da kann natürlich jeder überall einbuchen. Es ist ja klar, dass die Emser natürlich für Lahnstein buchen und wir umgekehrt auch. Es wäre ja fürchterlich, wenn irgendwo an den Stadtgrenzen der Tourismus Halt macht. Denn der Gast sieht es nicht an den Gemeindegrenzen, sondern der Gast sieht die Region und die insgesamt auch die Fläche. Und da orientiert er sich. Aber wenn doch alles so bleibt und wenn kein Geld gespart ist durch so einen Austritt aus einem Verband. Warum macht man es dann? Die Frage, die uns da gestellt worden ist, war ja relativ einfach zu beantworten. Rein das Finanzielle nützt es ja gar nicht. Aber wir haben uns mal angeschaut, wie viele Mitgliedschaften wir als Stadt Lahnstein nur im Tourismusbereich haben. Und da galt es sich zu konzentrieren. Man muss ja auch sehen, dass die personellen Ressourcen, die wir haben, nur beschränkt sind. Das heißt, wenn man in einer Destination, in einer Organisation mitwirkt, dann erwartet diese Organisation natürlich auch, dass man sich einbringt. Nicht nur finanziell, sondern auch mit den entsprechenden Fachkräften, also auch personell. Und da gab es irgendwann eine Grenze, wo wir gesagt haben, wir können nicht. Wir sind ja der einzige Ort in Rheinland-Pfalz, der sich Heilquellen-Kurbetrieb nennen darf. Insofern haben wir eine Aufgabe auch im Heilbäderverband. Wir sind im landesweiten Touristikverband. Klar, ganz, ganz, ganz viel zu tun dabei. Aber Sie sind auch der einzige Ort auf der ganzen Welt an Rhein und Lahn. Der Touristikchef von der Lahn Touristik, wie haben Sie das denn die ganze Diskussion aufgenommen? Also ich habe großes Verständnis dafür, wenn sich Orte darüber Gedanken machen, wie will man sich aufstellen, wie will man sich strukturieren, und im Tourismusbereich sind die Strukturen tatsächlich sehr vielfältig. Dass das immer wieder auf den Prüfstand gehört, ich glaube, diesen Auftrag haben wir alle. Aber natürlich, als Vorsitzender der Lahn-Taunus-Touristik werbe ich natürlich eindringlich dafür, dass wir die Kräfte an der Lahn insgesamt bündeln, dass wir gemeinschaftlich die Perle der Lahn, die wir ja sind, vermarkten und da wirklich die Argumente und auch die Kräfte bündeln. Und deshalb, gerade jetzt, wo der Lahn-Wanderweg fertig ist, wo wir dabei sind, auch den Radweg an der Lahn durchgängig fertigzustellen, da ist es ja wichtig, dass wir sagen können, wir vermarkten die Lahn von der Quelle bis zur Mündung. Und deshalb werde ich nicht müde, darum zu werben, alle Orte an der Lahn gemeinschaftlich in der Lahn-Taunus-Touristik zu halten. Und der Vorschlag aus Willis Woche, der nicht ganz so ernst gemeinte Vorschlag, dass auf dem Schild hier vorne bald Niederrheinstein prangt, das hat der Stadtrat abgelehnt?
Ja, ich hatte es eigentlich in den Stadtrat bringen wollen, aber wir müssen uns da noch ein Gutachten von der Landesregierung einholen, ob das so einfach möglich ist. Nicht, weil ja dann viele das dann auch machen wollen. Und insofern, ich denke, wir bleiben bei Lahnstein, das kennen die Leute und vielleicht kriegen wir auch irgendwann mal ein eigenes Nummernschild, dass das dann auch deutlich wird und keiner mehr in irgendeiner Weise in Verwechslungsgefahr kriegt. Aber so haben wir das auch aufgefasst, das war eine Klosse, das war eine tolle Sache und die Leute reden drüber und das ist doch das Wichtigste. Man muss drüber reden und dann wird der eine oder andere schon schnell geklärt. Und wir zwei haben uns mal darüber unterhalten, mehrfach sogar, und haben gesagt, wie gehen wir weiterhin miteinander um, dass nicht in irgendeiner Weise jemand darunter leiden muss, einen Schaden hat. Und da, denke ich, haben wir einen Weg gefunden, wo man sagen kann, beide können hervorragend miteinander und auch nebeneinander arbeiten, aber nicht gegeneinander. Und das ist uns wichtig gewesen, dass wir auch künftighin sehr eng zusammenarbeiten. Und wir haben eben gerade noch mal einen Punkt gehabt, wo man sagt, könnte man nicht auch den Lahnwanderweg in dieser Weise nutzen, indem man beispielsweise 1-2 Tage nutzt, um dann gemeinsam mit Anbietern, mit den Hotels, mit den Gastronomen, mit Events, die wir haben. Wir haben Künstler, die können mit der Holzsäge die tollsten Figuren schnitzen und wir haben einen Hochseilwald. Das mal an einem Wochenende zusammenzubringen, um dann die Lahn, den Lahnwanderweg zu vermarkten, wie es beispielsweise jetzt im Raum Neuwied passiert mit der Aktion Steig Rhein, also den Rheinsteig zu nutzen. Das ist doch was, was am Rhein und auch an der Lahn funktionieren dürfte und müsste. Und da werden wir natürlich zusammenarbeiten, wenn man diese Idee aufgreifen will. Und dann werden wir auch ein tolles Produkt hinbekommen, wo der Gast sagt, egal wo du hinkommst, es ist einfach schön hier. Und so soll es sein. Dass das schön ist, das gucken wir uns jetzt an. Wir gehen nämlich jetzt auf Tour und wandern von Lahnstein in Richtung Bad Ems, die erste Etappe auf dem Lahnwanderweg. Gute Wanderwege gibt es viele im Westerwald und in der Region. Und beworben werden diese zumeist in Zeitungen und im Internet, oft mit vielen schönen Bildern. Eine besondere Art der Werbung jedoch hat sich nun der Rhein-Lahn-Tourismusverband für seinen Lahnwanderweg einfallen lassen. Mundpropaganda, und zwar gezielt eingesetzt von denen, die den Weg geplant haben. Am Dienstag traf man sich schließlich am Bahnhof in Lahnstein und begab sich also auf Schusters Rappen nach Bad Ems und meisterte somit die erste von insgesamt 4 Etappen des Lahnwanderwegs. Das ist ein Meilenstein für den Tourismus in unserer Region. Wir sind froh und dankbar, dass wir jetzt einen echten Premium-Wanderweg hier haben. Und das ist eine Bereicherung insgesamt für unsere touristische Ausrichtung. Die Etappe beginnt an der Lahnmündung und zieht sich den Fluss entlang bis nach Bad Ems. Ein besonderes Highlight auf dem Weg in die Kurstadt ist die Rupertsklamm. Die 2 Kilometer lange Felsenschlucht beeindruckt durch ihre steilen Felshänge und den idyllischen Bachlauf, an dessen Ufer man sich teilweise gar am Seil nach oben bzw. nach unten arbeiten muss. Es hat ja schließlich auch niemand behauptet, dass das Erkunden des Westerwaldes nicht auch ein wenig anstrengend werden kann. Aber eines ist es auf alle Fälle, sehr, sehr schön.